Hallo und willkommen zusammen zum Kopterforum.de. Ich habe hier ein Paket von der Firma Diatone Innovations. Es handelt sich um den Crusader GT250. Den hat sich der Rolli FPV bestellt. Seinen Kanal werde ich euch bei mir unten in der Beschreibung mit verlinken. Und er hat mir den Kopter für das Unboxing hier zur Verfügung gestellt. Danke nochmal hier, Rolli. Also, dann schauen wir nach, was wir hier haben. Wir haben eine weiße Verpackung in einem doch anständigen Maß, relativ flach. Auf der Rückseite finden wir die Informationen Crusader GT150 Tantinium Edition Series Crusader, die Version V1. Gut, auf der Vorderseite haben wir die Diatone Innovations Aufschrift. Und ansonsten ist hier nichts Auffälliges, außer dieser Schriftzug noch hier auf der Verpackung. Bestellt hat er das Ganze bei Banggood, da werde ich euch auch noch einen Link mit reinsetzen. Soweit ich weiß, liegt das im Moment so bei 240 Euro, dieses Komplettpaket. Es handelt sich hierbei nicht nur um den Frame, sondern wirklich um einen BNF-Copter, sprich Empfänger rein, und man sollte loslegen können. Aber jetzt schauen wir mal nach, was wir drin haben. Okay. Hier haben wir da schon mal Schaumstoffverpackung. Wow, sieht alles schon mal sehr edel aus auf jeden Fall. Wir haben hier ein paar Propeller. Schauen wir mal nach, welche das da dabei sind. Nehmen wir jetzt mal einen raus. Okay, das sind auf jeden Fall keine Bullnose. Sind sehr weich. Es sind 30x4. Und es fehlt der Diatone-Aufschrift. Bei Diatone hat auch Propeller. Ich kann jetzt zum Vergleich mal auch vom Yubi welche nebendran hinlegen. Es sind doch etwas schmäler. Also das sind die Propeller vom Yubi. Sind etwa gleich mit den King Kong-Propellern. Das bleibt auf jeden Fall spannend, wie die gehen werden. Und wenn man die gegeneinander testet und Dreiblatt-Propeller und so weiter. Gut. Was haben wir noch in der Kiste? Hier haben wir dann noch, packen wir das mal wieder ein. Hier haben wir dann noch Schrauben, Muttern für die Motoren. Wieder Schrauben, ich denke mal, dass die für die Motoren sind. Rahmenschrauben, die kurzen und die langen, wie ich es auch bei mir schon mit beschrieben habe. Und oh, Standoffs noch mal mit dabei. Sehr schön. Also üppige Ausstattung bis jetzt. Und dreimal ein Klettband oder ein Wrapstrap, wie man es nennen will. Wieder mit Diatone Aufschrift. Gut. Machen wir mal weiter. Was noch alles Schönes gibt hier in der Verpackung. Dann haben wir einen Satz Kabel. Schauen wir mal nach, was hier alles dabei ist. Wir haben ein Extended Wire. Zweimal USB-Anschluss. Sieht aus wie eine Micro-USB-Verlängerung. Nur, dass wir das hier nochmal zusammenstecken können. Gut. Werden wir dann noch rausfinden, für was das gut ist. Einen Mini-Piepser. Der ist ja, 0,5 cm breit circa. Sehr schön. Ein PPMS-Buskabel. Da wird halt wieder Plus und Minus sein und da muss man halt rausfinden, was hier die Signalleitungen sind. Dann haben wir nochmal ein gleichnamiges Kabel, PPMS-Bus, beziehungsweise in zweifacher Ausfertigung. Ein OSD-Data-Wire TXRX, auch zweimal. Sind die zwei identischen Kabel. So sieht man es besser. Okay. Auch in zweifacher Ausfertigung. Ein VTX Videosignal Input Power Wire. Okay. Lassen wir uns auch mal überraschen. Aber normal sollte der Copter so fertig sein, wie er da steht. Und hier haben wir nochmal das gleiche Kabel. Also das bedeutet, alle Kabel bis auf den Piepser und diese USB-Verlängerung, nenne ich das mal,
sind in zweifacher Ausfertigung dabei. Gut, weiter geht's. Was haben wir hier? Hier haben wir das Anschlusskabel für die HS1177 mit dem Joystick. Das erkenne ich daran, dass es eine HS1177 ist, dass es hier das vierpolige Kabel ist. Und weil ich es natürlich vorher in der Beschreibung gelesen habe. Was haben wir hier noch? Die Beschreibung für die HS1177. Dann haben wir zwei für die FrameKits Installationsanleitungen. Dann haben wir den Diatone D-Link F3, das ist die Flight Control. Die Silver Series Kompetitiv Motor, das sind die Motoren, da ist auch eine kleine Beschreibung dabei. Eventuell mache ich das später alles nochmal kurz auf, aber es glaube ich ist nicht so interessant. Hier haben wir dann die Beschreibung für den VTX, die werden wir eventuell brauchen. Das ist ein 48-Kanal im 5,8 GHz. Und was haben wir hier? Main Features, High Performance Scilabs, EFM MCO. Auch nochmal eine Kurzbeschreibung. Ich sehe gerade, da handelt es sich um die Regler normalerweise, also die 202 in 20 Ampere, Burst bis 40 Ampere, kein Back und 2 bis 4 S-Könnens. Das zum Papierkram. Dann haben wir hier noch eine Halterung, da gehe ich später drauf ein. Okay, hier haben wir die mitgelieferte Aumwey-Antenne. Was mir hier neu ist bei dieser Antenne, ist dieser Plastikschutz. Den kenne ich noch nicht. Ist rechtsdrehend die Antenne und ist mit Pin. Aber das Ganze sieht schon mal sehr robust aus. Aber soweit ich weiß, hat sich der Rolli die Lumina-Antennen bestellt. Weil das ist schon eine mächtige Antenne für so einen kleinen Kopter auf jeden Fall. Legen wir auch mal zur Seite. Was haben wir hier noch? Wir haben die LEDs. Kann ich mal auspacken kurz. Sonst wäre es auch kein Unboxing. Dann haben wir die LED-Streifen. Viermal jeweils. Mit so einem kleinen 12 Volt Back. Das ist jetzt kein Wunderwerk der Technik. Da ist noch ein normaler 78 M12 drauf. Also nichts weltbewegendes. Der wird auch relativ heiß werden. Aber es ist auf jeden Fall ausreichend für die LEDs, wenn man die wirklich verbauen will. Sage ich mal. Was haben wir noch? Die Klebestreifen auch in dreifacher Ausfertigung, also hier dreimal drin, sehr lobenswert. Also bis jetzt können wir uns echt nicht beschweren, was hier an Zubehör dabei ist. Ja, da haben wir das Herzstück mit einem Diatone Anti-Fake-Aufkleber, Diatone.hk. So, weiß zwar nicht, was hier ein Anti-Fake-Aufkleber ist, aber gut, ist halt so. Dann schauen wir mal uns den Kopter an. Oh. Das sieht natürlich schon mal sehr edel aus. Hier haben wir die HS1177. Mir scheint, das ist eine Ausführung mit Mikro. Wäre mir jetzt neu, aber ich wüsste nicht, warum das hier sonst ein Loch drin sein sollte. Müssen wir mit einer Rolli mal reden später, oder beziehungsweise wir werden es in der Kamera sehen, ob wir da ein Mikro haben. Hier haben wir die Motoren, die lassen sich sehr streng drehen, rasten gleich. Also hohlgebohrte Wellen, macht auch einen sehr guten Eindruck. Die Auflagefläche von den Propellern ist hier auch geriffelt, dass nichts durchdreht. Das ist auch eine sehr gute Idee, findet man auch sehr selten bei den Motoren heutzutage, weil alles auf schnelle Produktion aus ist. Gewickelt sind es auch sehr sauber. Hier haben wir dann den Anschluss für die Antenne, das machen wir gleich mal drauf, dass wir hier nichts vergessen können. Und Leute, denkt dran, niemals den FPV-Sender,
Wieso geht denn das so streng jetzt? Niemals den FPV-Sender ohne Antenne betreiben. Manche, die neueren, haben zwar eine Schutzschaltung drin, aber es schadet nicht, wenn sie es mal vorsorglich drauf macht, die Antenne. 20 Ampere-Reger sind hier ein bisschen mächtig drauf, aber gut. Schauen wir mal. Im Großen und Ganzen her hinterlässt es schon einen sehr guten Eindruck. Hier oben haben wir die Flight Control. Die Kabel kann man alles noch ein bisschen schöner verlegen, sage ich einmal. Aber man muss das Ganze eh aufmachen. Das ist übrigens diese 21 mm Platte, dass man hier diesen FR Sky Empfänger noch mit reinbringt. Wenn man den Mikro verwendet, komme ich dann später dazu, kann man diese 13 mm Platten verwenden. Dann kommt der ganze Frame noch ein bisschen tiefer. Und hier haben wir jetzt das Beispiel mit der Antenne, was ihr gesagt habt. Die passt eigentlich gar nicht drauf. Sehr gut ist, dass wir einen XT60 Stecker haben. Und warum, dass man das hier so rumschleift? Wahrscheinlich um die Spannung zu nehmen. Aber eventuell kann man es auch noch innen reinlegen. Das muss man später alles nochmal prüfen. Ja, gut. Was gibt's noch? So auf den ersten Blick. Hier unten wieder die Halterung für den Klettverschluss vom Lippo. Und hier, wie man sieht, haben sie die Motoren gleich mit Beilagscheiben, Unterlegscheiben verschraubt. Aber vom Rasten her, ich weiß nicht, ob man das hört einigermaßen, ich glaube nicht. Die machen schon einen sehr guten Eindruck auf jeden Fall. XT60 Stecker habe ich schon erwähnt. Dann kommen wir jetzt einmal zu dem anderen Zubehör, was noch dabei ist. Das sind die kurzen Abstände. Und hier ist dann noch die Platte für die GoPro dabei. Also diese Platte hier, da passt die GoPro Session oder GoPro Session 5 drauf. Die passt hier ganz genau rein. Und wenn man die GoPro Hero verwenden will, so ein bisschen Müll erzählt, das sind auch die hohen Platten, also das sind nicht die kurzen, sondern die hohen wieder. Nur dass die Ausfräsung hat. Hier sieht man es nochmal ganz genau. Das bedeutet, wenn man hier eine Session verbauen will, beziehungsweise die Session nicht haben will, so muss ich sagen, dann braucht man hier dieses Oberteil und dann kann man hier die GoPro einlegen. Wie man sieht, ist hier eine Einkerbung drin, dass die praktisch hält. Und dieser Mount ist komplett für die Session. Also auch sehr lobenswert. Kann man sich schon mal nicht beschweren. Man hat wirklich alles schon mal dabei. Jetzt habe ich gesehen, dass hier bei diesem Stromverteilerboard ja ein USB-Anschluss da ist. Und dass wir auf der FC einen USB-Anschluss haben. Das bedeutet, dass dieser Copter eigentlich ein OSD haben sollte. Und da sind wir ja vorher schon drauf gekommen, weil wir anhand von den Kabeln gesehen haben, dass wir da ein OSD-Data-Kabel haben. Ich habe jetzt hier mal die Fettschock vorbereitet und hoffe, dass das mit der Aufnahme so funktioniert, wie ich das gerne haben möchte. Bei mir wird es da oben auf dem Monitor ausgeben. Ich werde aber für euch noch ein Ground Recording machen, wenn ich den Kanal gleich finde. Und dann werde ich das da unten irgendwie mit einblenden. Wenn ich das natürlich gut. Das brennt schon mal. Dann starte ich das Ground Recording und hoffe, dass das dann funktioniert, weil da über dem Monitor hinten ist das nichts Sehenswertes bestimmt. Machen wir das Teil mal an und bricht er gleich ein, weil wir zu wenig Spannung haben. Okay. Also 1,5 Ampere haben hier nicht gereicht. Ich gebe dann mal 2 Ampere. Oh, das ist auch noch zu wenig. Der zieht aber ganz schön dann. Moment. Hier nochmal checken, dass das alles passt. Jetzt geht hier was. Gut. Kein Bild, kein Ton, wir kommen schon. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass das gute Stück auf einem anderen Kanal ist und gehe mal auf den Smart Search. Und wenn er mir hier den passenden Kanal findet,
Dann haben wir ein Bild. Richtig. Oder auch keins. Gut. Disarmed, wie wir hier sehen, im Unterbereich ist das OSD auch verbaut. Es zeigt die Flugzeit an. Die Volt zeigt er an mit 13,25 Volt auf meinem Netzteil und dort zeigt er an 13,1. Das ist verschmerzbar auf jeden Fall. Blinkt, weil er sagt, er hat Unterspannung. Ich drehe jetzt mal hoch. 15 Volt, hört das Blinken auf. Ja, von daher würde ich sagen, schon mal viel wert, wenn das alles schon hier mit verbaut ist. Gut. Dann haben wir das gesehen. Stoppe ich mein Ground Recording. Beziehungsweise werde den Kopter nochmal aus- und einschalten auf dem Kanal. Ob wir vielleicht eventuell noch eine andere Meldung bekommen. Irgendeine Statusmeldung. Ah ja. MWUSD R1.6 hat das geheißen. Das werden wir dann im Ground Recording nochmal anschauen. Beziehungsweise ihr könnt es auch anschauen. Da wird ja Standbild mit einblenden. Da hat man auf jeden Fall schon mal Informationen, was man hier mit drauf flashen kann. Das war's mit dem ersten Unboxing. Die Flugvideos werdet ihr dann beim Rolli finden auf seinem Kanal, den wo ich wie gesagt mit verlinken werde. Wenn es euch gefallen hat, abonnieren, Daumen hoch.